Ömer, ich bin auf Klo. Ist richtig heftig hier. Trump TV, der immer noch beste Kanal auf YouTube. Heute gibt es eine Fortsetzung von legendären Formaten, Freunde. Was ist das denn? Nicht. Ihr werdet euch erinnern, wir haben mal gemacht, wer kann schneller zunehmen. Heute machen wir, wer kann schneller abnehmen. Oh, Freunde, ich habe schon durchschaut, was hier geplant wird. Ihr seht es, die altbekannte Waage. Wir müssen uns natürlich vor diesen Challenges immer wiegen, damit man am Ende den Gewinner ermitteln kann. Ich sehe direkt, was André hier vorhat mit den drei Layern Jacken. Vielleicht sind es vier. Vielleicht sind es vier, noch schlimmer. Okay, Freunde, ich wiege 10,5 Kilo. What the fuck? So, und dann schauen wir mal nach, Freunde. Wie viel wege ich denn? Lang nicht mehr gewogen. 8888. Was sagt denn hier? 99,5. Da war es sich sehr schnell einig, Freunde. 99,5 bin ich dabei. War es nicht letzte Folge noch 100? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Kann sein. 71,1. War das die letzte Folge? 100? 100, ja. Ich weiß nicht, kann sein. Kann sein, oder? Freunde, ich muss mich leider seitlich drauf stellen. Seitlich drauf stellen. Seitlich drauf stellen. Was denn für seitlich? Ja, stopp, stopp, stopp. Fake. Oh. Fake, 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 fake. Okay, ich bin 119. Weg damit! Weg damit, oh, oh, Freunde! Okay. Oh, fake! Sabotage! Das hier Sabotage! Was ist denn hier los? Ja, was muss man? Eigentlich muss man Taschen leer laufen, ne? Sind das die Bitcoins? Yo, oh, das nenne ich mal einen Ehrenmann, ne? Vorher schnell die Taschen voll mit Münzen, damit man mehr wiegt und jetzt einen auf den. Okay, doch, das ist doch geil. Das, schaut euch diesen Versuch an. Freunde, das ist doch geil. Bevor es losgeht, schreibt mal jetzt, ihr habt 15 Sekunden in die Kommentare. Was schätzt ihr, dieser Haufen, wie viel wiegt der? Wir tun den gleich auf die Waage. Guckt mal genau hin. Wir müssen auch sagen. 300 Gramm. Nee, 500 Gramm. 360 Gramm. Nee, doch 300 sage ich. 250 sage ich. Okay, okay. Dann golden time. Hier haben wir hier 112,6. Okay. Freunde, ihr habt die Daten, wollen wir erstmal das Geld geben. Wir gucken nach, Freunde. Ja. Und dann schauen wir mal die Taktiken der Apes heute nach, wer hier was anwenden wird. Was habt ihr geschrieben, Freunde? Ich bin gespannt. Ja, und oh, Scheiße. Liegt gar nichts. Oh mein Gott. Der ist ja hyper viel. Krass. Ist ja sauschwer. 673 Gramm. Ich hab gewonnen. Scheiße. Ja, ich hab 673 okay. Gesagt. Stark. Glückwunsch, Freunde. Stark. Gut geraten. Echt gut. So, Freunde, ich habe mir heute echt krasse Sachen überlegt. Und die eine Sache, wo wir jetzt auf dem Weg sind. Oh, ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Ich habe das noch nie gemacht. Und zwar nennt sich das Ganze Glaubersalz. Hast du das schon mal gehört? Nee. Das gibt's in der Apotheke. Hat mir meine Freundin erzählt, ich kannte das gar nicht. Und du schluckst das halt, so Salz im Wasser löst du es auf. Und dann geht wirklich die Post ab. Du sitzt einfach 2 Stunden auf dem Klo und scheißt ohne Pause. Also das ist einfach Wasser, was hier aus dem Darm so rauskommt. Und das ist, glaube ich, dafür da, dass halt so alles, was sich in den Darmwänden so angesammelt hat, das kommt dann halt raus, angeblich, keine Ahnung. Ich kaufe mir das jetzt. Ich weiß nicht, was da passiert, aber auf jeden Fall kann man locker gut abnehmen damit. Let's go. So, da sind wir wieder. Hier ist es. Kalle, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Hast du das schon mal gesehen? Ich lese mal laut vor für euch, okay? Soweit nicht anders verordnet, trinken Erwachsene 2-4 Teelöffel vom Natriumsulfat-Dekahydrat in Wasser gelöst. Für eine rasche Darmentleerung werden 1-2 Esslöffel in 500 Milliliter Wasser gelöst. Okay. Wollen wir das testen, Kalle? Ja, komm. Willst du auch mit auf Klo? Ja, auf jeden Fall. Thema 3, wir wollen es ja nicht übertäuben. Träuben. So. Viel Spaß. Willst du auch, Kalle? Schlückchen? Ein Schluggi, ne? Whisky noch ein bisschen Wodka. Sieht ja ganz normal aus. Löst sich das aus, auf komplett? Denkst du? Ja. Hä? Perfekt. Nee, das ist ja komplett weg. Soll ich nochmal? Nee, das ist da unten. Ja, rühr mal auf. Ja, rühr mal. Hä? Das ist komplett weg. Hä, das ist weg? Warte mal, riecht das? Hey, krass, ich hab gedacht, das ist auf dem Boden, aber das ist hey, gar das ist nicht. Einfach weg. Sag mal los hier. Trinkst du alles? Jo, ja, komm, lass alles jetzt sehen. Viel Spaß. Ich kotz gleich, Alter. Das ist einfach pures Salzwasser. Ich will jetzt auch probieren, jetzt bin ich gespannt. Aber ich nehme einen Esslöffel, ja? Jan? Ah! Was tun wir alles für den Kalle?
Und wie lange soll das jetzt dauern? Ne, ich trinke das nicht. Hälfte haben wir, Hälfte haben wir. Warte. Riecht gar nicht. Das ist ja wie Meerwasser, ne? Wie lange dauert denn das jetzt, der Spaß hier? Ja, ich rumort's hier schon, ich spür's schon, ey. Mal sehen, wer zuerst muss. So, Leute, ich bin dran. Ey, also wirklich, das ist der pure Horror. Das geht schon nicht nur den gesamten Tag, sondern seit 3 Wochen oder so. Alter. Also, ich habe hier jetzt meine Matte hingelegt und mein... Ich weiß gar nicht, wie man das Ding Abroller. 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 Keine Ahnung. Auf jeden Fall, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich werde jetzt Bauchtraining damit machen. Ich bin schon davon relativ überzeugt, dass das funktionieren wird. Also, Cengiz gewinnt die Challenge. Ja? Auf jeden Fall. Aber ich muss gleich schnell auf Toilette, weißt du? Wegen dieser Schmeißen. Freunde, wie komme ich hier raus? Ich zähle mal mit. 1, 2... Ausatmen, 3, 4, 5, 18, 19, ich hab mich verzählt, Scheiße. Also die erste Übung war super. Ja? Ja, der kennt ja auch die Übung, ne? Haben wir oft genug gemacht. So, Freunde, meine Taktik ist wie folgt. Ich dachte mir, ich mache heute alles schnell. Mein Alltag, ich verbringe ihn schnell, Freunde. Gerade bin ich hier in den Kommentaren bei euch auf Anderson, Freunde. Wenn ihr Anderson nicht abonniert habt, tut das. So, passt auf. Meine Taktik ist, ich nehme so ab. Okay. Was machen wir hier? Ja, ich will mir ein Brot, oder? Ja. Willst du viel Energie verbrauchen? Ich habe auch vor dem Wiegen habe ich sau viel gegessen und getrunken. Ich hoffe, dass das natürlich wieder rauskommt, Freunde. Und nebenbei stelle ich mal, glaube ich, einen Weltrekord auf. Bin dem schnellsten Brote schmieren der Welt hier, ne? So, okay. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Nee, ist ja dumm, wenn ich esse. Freunde, das hat mich eben erreicht. Yo, Filmer, ich bin auf Klo. Ist richtig heftig hier. Oh mein Gott, Freunde Linus. Jan? Was ist? Musst du kacken? Was ist denn da? So eine Mischung aus Durchfall, aber das ist so Wasser. Mach mal Foto für die Leute. Nee. Klar. Hä? Oh! Oh! Mach auf, ich muss auch rein! Ich kann nicht mehr! Der ist da drin! Jan, der ist gerade auf Klo. Jan! Mach musst, schnell, du musst, Junge! Du musst zu Dengis, das ist auch Toilette. Oh mein Gott. Wir machen jetzt das Wait-In. Es ist mittlerweile dunkel geworden. Ich habe extrem Hunger, Freunde. Wir müssen jetzt wiegen. Jetzt! Ich habe eben noch mal kurz geschlafen, wirklich. Oh. Beim Schlafen verbrennt man auch, ne? Ja, ja. Beim Schlafen verlierst du Wasser viel, oder nicht? Krass, krass. Also, ich hatte 99,5, 71,1, ja. 112,6. Wir werden jetzt rausfinden, wer ist der beste Abnehmer, Freunde? Ihr erfahrt es jetzt. Ich aktiviere die Wage. Freunde, bevor ich mich wiege, dass ihr es wisst, wenn ihr dieses Video seht, läuft gerade auf ApeCrime ein Countdown für unseren neuen Song, Freunde. Der geht eine Stunde, um 16 Uhr kommt das Musikvideo. Geht hier nach 100%ig rüber, Freunde. So. 8000, krass. Hä? Ey, der findet das nicht. Ey, was ist denn hier? Hä, was ist das für eine Waage? Ja doch, 98,6. 98,6 ist der Endstand. Wie viel ist das? Warte mal, es ist 900. Also hatte ich... Das ist fast wie Kilo. Hatte ich 99,5? Ja. 900 Gramm, das ist viel Wasser, ne? 900 ja. Gramm ist aber schon heftig. Auf jeden Fall, okay, das weiter. Okay, weiter geht's. So, jetzt steppe ich auf die Waage und ich muss noch kurz was loswerden, Freunde. Und zwar, ich habe mich jetzt in der Zeit mal über dieses Salz, was wir da gestuckt haben, informiert. Deswegen kurz mal hier Disclaimer an euch da draußen. Es gab wohl viele Leute, die dieses Salz genommen haben und dachten, yo, ich kann damit krass abnehmen und dann immer wieder das genommen haben. Und das ist richtig schädlich. Also, lasst die Finger davon. Wir haben das jetzt nur fürs Video gemacht. Holt euch das nicht. Okay, so was ist hier. So. Hä? Krass, sind ja schnell. 6. Das ist eigentlich. Nee. Du hast 6. 71,1. 500 Gramm. Hä?
Ja, 71,1. Okay, nur 500 Gramm. 500 Gramm. Okay. Krass, Freunde. Ich weiter geht's. Ich step jetzt auf die Waage, Freunde. Auf die Weight. Hä? Falsche Richtung, oder? Hä? Ne, warte, es ist genauso viel. Echt? War das 112,5? 112,5. Ah, 1,6? Nein, 112,6. Echt? Ja. Was? Dinges hat gemacht. Ach du Kacke. Ein Tag genau gleich Gewicht halten. Krass. Stark. Das stimmt, war immer so, ich kann nicht mehr. Kinder Bueno, Freunde, das war das Experiment. Ich werde jetzt erstmal ganz schnell essen, deswegen ganz schnell Antwort. Wir sehen uns um 16 Uhr wieder auf Apem zum neuen Song. Link ist unten in der Beschreibung. Ihr könnt den schon anhören, Spotify, iTunes, wo auch immer ihr hört. Bis um 16 Uhr. Ciao, danke. Puff.